Und hey ho, es ist der 3. Mai, 18 Uhr und wir sehen uns heute zum wahrscheinlich vorerst, vorletzten Mal mit Guild Wars 2, weil am 12. Mai kommt ja Zelda, Tears of the Kingdom und das wird dann schön täglich gespielt. Deswegen momentan das vorletzte Mal, wäre sogar eigentlich das letzte Mal gewesen, aber ich habe mich um eine Woche vertan. Deswegen, ja, nächsten Mittwoch ist das letzte Mal. Und die beiden Donnerstage machen wir so ein bisschen Plauderspaß und gucken uns ein paar alte Magazine an und machen andere lustige Sachen. Ich denke mal, das wird ganz spaßig werden. Aber erstmal hier direkt ein schönes Hallo an alle, die ich im Chat bereits sehe. Und ich sehe Asura, Vino, Black Spy, Drachenkrieger, der Centaur, Evelina. Wunderbar, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt und ein paar schöne streamfreie Tage. Es ist ja wieder einiges passiert. Es gibt eine Menge Pokémon-News, aber leider nichts für Karmesin Purpur. Das ist alles rund um Pokémon Go und Café Remix und sowas. Wir werfen einen kleinen Blick drauf, aber nichts Dramatisches. Und Tom sagt hier, Bisa, zum Start eines Streams brauchst du Kumu-Milch. So sieht's aus. Prost. Ah. So ist es gut. Gute Kuhmilch. Und Evelina hat ein Abo verschenkt. Hat eins verschenkt. Ich dachte, hat eins gemacht. An den lieben Asura. Dann vielen lieben Dank, Evelina. Danke, danke, danke für den Support. Vielen lieben Dank. Der gute Asura hat jetzt keine Werbung mehr. Kann die wunderschönen Emotes genießen. Und hier, wunderbar. Dankeschön. Und Simi, hey, schön, dass du da bist. Bin eher im Lurk. Gönn dir, gönn dir. Ich weiß, es ist immer ein bisschen unterschiedlich, ne? Viele Pokémon-Fans finden Guild Wars natürlich nicht ganz so mega. Allerdings, Guild Wars ist wirklich ein schönes Spiel. Also ich habe es richtig lieb gewonnen. Aber ist natürlich auch voll das Suchti-Spiel. Das ist ja klar. Einmal angefangen, man hört nicht mehr auf. Das ist halt immer so, ne? Wie bei World of Warcraft oder im Grunde jedes MMORPG, wenn man einmal anfängt und es einem halbwegs gefällt, man bleibt eine Weile drin. Und Guild Wars ist da besonders tricky, weil es ja kostenlos. Ja. Oder einmal gekauft, es hat kein Abo, ne? Das heißt, man bleibt wunderbar hängen. Also, ich zock das hier jeden Tag. Mache immer schöne Dailies. Wenn es geht, momentan kann ich noch nicht die Dailies immer machen. Gestern musste ich ins Ödland. Ich habe geguckt, ob es irgendeinen Weg gibt ins Ödland runter. Keine Chance, das ist alles zugemauert. Das heißt, da muss ich irgendeine Story-Geschichte machen, damit ich ins Ödland kann. Aber ich freue mich auf die Zeit, wenn ich dann wirklich mal die Dailies alle machen kann. Und zuverlässig. Momentan ist immer so, ungefähr jeden zweiten Tag kann ich die Dailies machen, um mir meine 2 Gold zu verdienen. Und die anderen geht's nicht. Da ist immer irgendeine Aufgabe dabei, die nicht lösbar ist für mich, weil ich mache kein PvP und kein WVW. Wobei ich auch gar nicht weiß, wo man die machen könnte. Ja, ich habe noch was zu entdecken. So, nee, muss noch ein paar Dinge erledigen. Ach so, hab noch Essen auf dem Herd. Bin erst eben zurückgekommen. Ja, dann lass es nicht kalt werden. Lecker, lecker. Ich habe heute mal eine Asia-Pfanne gemacht. Diesmal nicht mit Reis, was ich sonst meistens mache. Heute gab es mal Woknudeln dazu. Ja, hat bedingt gut geklappt. Ich habe es einmal nach Rezept gemacht auf der Packung. Normalerweise mache ich die Woknudeln im separaten Topf und schmeiße in die Hauptpfanne dann rein. Diesmal habe ich sie wirklich reingeschmissen, wie es auf der Packung stand. Einfach dazu reinschmeißen, 3-4 Minuten mitkochen, alles prima. Die sind total zerklumpt. Das war total doof. Also nicht alle, aber es gab ein paar Häufchen, die waren verklumpt. Ne? Und da hat man so einen Klumpen von Nudeln, das ist ein bisschen doof. Ja, Nudeln müssen schön lang sein und flutschen. Aber sonst lecker, lecker. Ich meine, ich mag ja so Asia-Pfannen, mit Knobi, Ingwer und Sojasauce. Lecker, 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 lecker. So, ich finde es richtig super und spiele gerade mal 4 Tage und bin jetzt schon auf Level 30. Simi, viele sagen halt, auf Level 80 beginnt das Spiel. Und ich kann dir sagen, auf Level 30, da hast du ja noch nicht mal alle Skills. Ne? Das heißt, da geht's wirklich erst richtig los. Du hast noch so viel vor dir und es ist so schön. Und ja, auch wo ich jetzt bin, das ist doch bei weitem nicht das Ende. Du kennst ja die Weltkarte, die ist riesig. Und ich habe extra versucht, mal die Dailies wieder zu machen und dabei habe ich halt gemerkt, man kann die ganze Karte noch gar nicht erreichen, ne, weil da gibt es gewisse Hindernisse. Also es ist wunderschön. Man hat da wirklich auf Jahre was zu tun und ja gut, einige spielen es ja auch schon 10 Jahre. Das heißt, da muss es ja Content geben und den gibt es tatsächlich. Also es gibt reichlich was zu tun. So, ach und Pikulente war im Chat gewesen. Wieder verpasst. Schade. So, ich schaue mich gerade nach einem Guide zum Modifizieren der Switch um. Oh, was willst du denn Schönes machen? So ein Homebrew? Willst du hier den Nintendo-Kram runterschmeißen und die Switch für alles Mögliche nutzen? Oder in welche Richtung geht es? Da bin ich mal gespannt, was es da so alles gibt. Weil ich weiß, diesen Homebrew, den gibt es ja auch für den 3DS, damit man auch weiterhin halt Sachen runterladen kann und so. Weil der Nintendo 3DS-Shop ist ja zu, ne? Oder, ja, geht ja nicht mehr so, wie es einmal war. Hast du das neue Kleidungsset gesehen, das gestern rauskam? Nee.
Das habe ich nicht. Ich gucke in den Shop relativ wenig rein, weil ich will mir nichts kaufen. Ich habe momentan noch zu wenig Geld. Ich meine, ich habe in den Shop ein bisschen geguckt, aber nur halt so, was da so drin ist. Aber ausgegeben habe ich nichts. Ich habe immer noch meine 2880 Edelsteine. Und Simi hat nochmal ein Abo verschenkt. Simi, danke schön. Danke, danke. Wer hat es denn gekriegt? Fairy Sheep hat es bekommen. Daniel, vielen lieben Dank. Simi, danke schön für den Support. Und Fairy Sheep kann den Stream jetzt ohne Werbung genießen. Ich habe übrigens gerade auch, ich habe bei ESA gerade kurz reingeschaut. Die spielen gerade Shadow Covenant auf der PS1 oder was PS2. Super cooles Spiel. Aber da kam auch wieder Werbung. Da kam dann McDonald's-Werbung für dieses 5,99er-Menü mit diesen zwei Burgern und sowas. Ja, nicht unbedingt der beste Deal, aber ja gut. Das war nach langer Zeit mal wieder so eine Vollbild-Werbung. Sonst meistens kommt es ja unterm Stream drunter mit diesem Balken, meistens zu Amazon. Aber das war mal eine Vollbild-Werbung. Na gut. Und CY, schön, dass du da bist. Hey! Wunderbar. So in Richtung Homebrew, alles klar. Ich denke mal, das ist auch der Hauptgrund zu modifizieren, weil dann hat man nicht mehr die Einschränkungen von Nintendo und kann sich halt austoben und das machen, worauf man Lust hat. Genau. Ich weiß, bin gerade im dritten Gebiet und die anderen Gebiete sind schon 100%. Ah, Sinni, bist du so einer. Genau. Also wenn ich es offline spielen würde, ich glaube, ich würde auch jedes Gebiet immer erst zu 100% fertig machen, soweit es geht. Es gibt ja einige Sprungrätsel, die sind schon ein bisschen fies. Aber ansonsten, ne, ich würde es auch auf 100% machen und erst dann weitergehen. Aber wenn ich es im Stream machen würde, das wäre, glaube ich, nicht so spannend, weil ja ein paar Sachen wiederholen sich einfach. Ne? Aber das Spiel ist toll. Das ist toll. Ich habe auch jetzt während der Offline-Zeit, ne, also wo ich nicht gestreamt habe, natürlich auch jeden Tag Guild Wars gespielt, auch die Gebiete ein bisschen weiter erforscht. Ja, aber natürlich immer nur so weit, dass nichts im Stream halt verpasst wird. Also storytechnisch wird heute alles First Try ganz neu sein. Auch mal, wenn meine Ingenieurin, die ist fast so weit, ich glaube, die ist ein oder zwei Story-Abschnitte hinter unserem Hauptcharakter gerade, aber die ist jetzt auch schon in Ore angekommen, also auf diesem neuesten Kontinent mit den fiesen Drachen. Ja, es ist wunderschön. Und ich versuche durch Dailies jeden Tag immer die Weltenbosse zu machen. Weil die Weltenbosse, die droppen halt guten Loot. Und den guten Loot mag man haben, weil der ist halt gut. Ansonsten, im Spiel droppen tatsächlich relativ selten gute Sachen. Ihr habt ja gesagt, man muss die sich selber basteln mit den Berufen, ne? Und das ist noch schwierig. Moin, da ich morgen und Freitag um 5 Uhr raus muss, bin ich heute und morgen nicht so lange dabei. Aber Freitag bin ich dann wieder voll dabei. Blackspy, alles klar, ich freue mich. Dann haben wir für Freitag ja auch eine schöne Ankündigung noch. So, und Depressivo, hey, schön, dass du da bist. Und direkt hier ein Abo dagelassen. Es wird ja langsam ein richtiges Jubiläum. Ja, Depressivo, wir nähern uns. Am 1.7. Der 1.7. ist so ganz grob unser Jubiläum. Es ist zwar ein bisschen gecheatet, aber der 1.7. war, glaube ich, der erste Stream, wo wir dann auch Affiliate waren. Und davor war es nur eine Woche gewesen, um den Affiliate freizuschalten. Weil, ja, ich habe ja von Bisa-Fans, habt ihr mir direkt geholfen. Ne? Da haben wir diese 4 oder 6 nötigen Streams gemacht, jeweils die eine Stunde. Das davor war also im Grunde keine echte Streamzeit. Deswegen so ganz grob, der 1.7. ist hier unser Jubiläum. Und ja, es wird großartig. Und wir haben sogar hier, ein Hype-Train nähert sich. So viele hatten wir noch gar nicht. Ne? Ich glaube, erst 4 Stück, 5 Stück. Das ist eine richtige Seltenheit. Aber mal gucken. Jetzt, wo wir endlich vernünftiges Internet haben, dann, ja, da läuft es jetzt auch besser wieder. Ja, wobei vernünftiges Internet, es ist nach wie vor noch nicht 100% behoben. Also im letzten Stream war es tatsächlich sogar richtig heftig. Da hatten wir 0,2% gedroppte Frames. Was aber natürlich jetzt völlig harmlos ist, weil ihr habt im ganzen Stream dann zweimal ein ganz kurzes Standbild gehabt. Aber trotzdem, die Leitung sollte richtig perfekt sein. Das hoffen wir mal, dass es bald soweit ist. Jetzt geht sie ab. Vino hat auch noch ein Abo dagelassen im 11. Monat. Ja, hey. Ja, aber stimmt ja, ne? Wenn es der 1.7. ist, dann wir nähern uns dem. Wir nähern uns dem 12. Monat. Vino, danke schön für den Support. Auch für dich, ne? Viel Spaß mit den Emotes. Ich bin auch gespannt. Wir nähern uns auch so ganz langsam der Partnerschaft. Also vor allem natürlich mit den Pokémon-Streams. Aber ich bin gespannt. Vielleicht werden wir es mit Zelda schaffen. Wer weiß, wer weiß. Wenn nicht, dann warten wir halt. Weil dann gibt es noch mehr Emotes. Da freue ich mich drauf. Muss ich mal gucken. Und da wollten wir morgen noch drüber reden, welche Emotes wir brauchen. Also wenn ihr Lust habt, macht euch ein paar Gedanken, welches Emote ihr euch gerne wünscht. Ne? Zum Beispiel welches Pokémon und was das Pokémon so machen soll. Dann können wir gemeinsam schauen. So lange ist es schon her. Ja, 11 Monate ist richtig heftig. Die Zeit verfliegt manchmal wahnsinnig schnell. Und richtig, richtig cool. Also Dankeschön, dass du so lange dabei bist. Super, super gut. Ja, ich freue mich auch schon. Ja. Aktuell gibt es da sogar Leute, die Zelda bereits spielen. Ich hab's gesehen. Ein paar haben das wohl schon, aber das sind wohl die großen Streamer, die ein bisschen aufheizen sollen.
Also in ein paar Streams, da stand es drin, dass man schon anspielen kann. Oder auch bei den PC-Magazinen. Ne? Die haben auch so einige kurze Streams gehabt, wo sie mal für ein, zwei Stunden spielten. Ich weiß jetzt nicht, ob die es komplett schon haben oder halt so eine Preview-Version, wo man halt ein paar Stunden nur spielen kann. Aber ja, ich bin gespannt. Ich habe extra keinen weiteren Trailer angeguckt. Ich glaube, es kam wieder noch ein Trailer raus. Also ich kenne nur den ersten Trailer, mehr nicht. Das heißt, ich weiß halt nur, dass es irgendwie so ein paar Luftaktionen noch geben wird. Aber ansonsten, ich lasse mich gerne überraschen. Es ist ja nicht mal lange hin. 9 Tage, dann spielen wir es. Meins habe ich bei Amazon bestellt. Ich habe lange überlegt, also ob ich zu Nintendo wechsle, weil der Preis ist wahrscheinlich gleich. Ich glaube, bei Amazon habe ich keine Ermäßigung. Das heißt, eigentlich könnte ich noch auf Nintendo switchen. Dann kriege ich diese eine komische Münze und noch irgendwie eine andere Vorbestellprämie. Aber andererseits, die sind mir so egal. Dann bleibe ich bei Amazon, dann, ja. Vielleicht überrascht mich Amazon ja doch und gibt mir am Ende doch noch 1 Euro Rabatt als Vorbestellerbonus. Also sonst ärgere ich mich schon ein bisschen. Ne? 69 Euro, puff. Spiele werden immer teurer. So, Essen ist fertig. Hähnchenfilet, Rösti und Baguettebrötchen. Oh, lecker, lecker, lecker. Richtig gut. Röstis mag ich, Hähnchen ist auch lecker und Baguette, hey, super, super. Lass es dir schmecken. So, darf ich dir gleich das neue Kleidungsset zeigen? Gerne, Centor. Wir können auch im Kaufladen gucken. Aber wenn du magst, du kannst auch gerne, wir können uns kurz irgendwo im Spiel treffen. Du hast ja wahrscheinlich gekauft, dann kannst du dich mal präsentieren. Bin ich gespannt, weil es gibt so viele schöne Sachen bei Guild Wars, ne? Oh. So, und Servus zusammen. Hey Peter, schön, dass du da bist. Um was für ein Zelda geht es? Hab gar nichts mitbekommen. Am 12. Mai erscheint Zelda Tears of the Kingdom. Das ist der Nachfolger zu Breath of the Wild für die Switch. Das heißt, wenn du es bisher nicht erfahren hast, dann hast du was verschlafen. Da erwarten alle drauf. Und Evelina hat der guten Saskia auch ein Abo geschenkt. Oh, Evelina gönnt heute so richtig. Vielen lieben Dank, Evelina. Danke, danke, danke für den Support. Und Saskia, viel Spaß mit den schönen Emotes und der Werbefreiheit. Jetzt geht's hier ab, ne? Evelina hat schon 3 Abos verschenkt. Boah, huiuiui. Ist halt die Vollversion, die diese Leute spielen. Wenn die dabei erwischt werden, gibt es halt große Probleme seitens Nintendo. Ach so, Asura, du meinst also, so illegal haben es einige Leute? Okay, weil ich hatte das Gefühl, ich habe es bei einigen Streamern gesehen, die so groß waren, die machen es, glaube ich, nicht illegal. Die haben es als Preview gekriegt einfach. Aber cool. Ich habe natürlich nicht reingeschaut, ne? Ich habe es nur in der Überschrift gesehen, weil ich werde mich hüten, irgendwas zu entdecken, weil ich will das Spiel am ersten Spieltag selbst entdecken. Und hoffe, dass es keine Bugs gibt. Aber lustigerweise, ich glaube, Zelda wird besser programmiert als Pokémon, ne? Bei Pokémon kam es in Purpur, da hatten wir richtig Stress. Aber ich hoffe einfach mal, dass das Zelda besser programmiert ist. Schön stabil, sauber, ohne Problemchen. So, dein knuddeliger Char mag eventuell das knuddelige Rückenteil. Wir haben heute noch eins. Wir haben eins, was ich heute unbedingt anziehen wollte. Das war so ein Bärchen. Den hat mir die Vino damals gegeben. Wir konnten den damals nicht anziehen, weil wir noch nicht Level 65 waren. Und seitdem habe ich es dann vergessen. Wir haben das Äffchen. Wir haben so ein Schweinchen mit Laternen. Und ja, 3 Rucksäcke haben wir. Und auch 2 normale. Bisa, ich habe 5 Boxen mit Shiny-Eiern. Ich habe 2 Tage lang Shinies gezüchtet. Aber sag mir nicht, dass du noch mehr Feuerregel hast. Du hast ja schon 35 Feuerregel gehabt, ne, glaube ich. Hast du jetzt eine richtige Feuerregel-Army? Wobei, der Gleitschirm ist auch toll. Aber da warte ich auch drauf. Wann wir in GW2 die nächsten Fluggeräte oder Reittiere bekommen? Das muss ja mal so langsam kommen, nicht? Wir sind jetzt schon im Postgame hinter Level 80. Da muss doch was passieren. Und warum kann ich keinen Mon verwenden? Ich will einen Drachen haben. In welchem Spiel, Simi? Welches Spiel meinst du? Ich weiß, welches Spiel du meinst. Wo willst du einen Drachen haben? Weil bei Guild Wars 2 kriegst du auf Level 10. Dann kriegst du für 10 Stunden... Okay, auf Level 10 kriegst du dann für 10 Stunden ein Reittier kostenlos. Und wenn du die Vollversion kaufst, hast du das Reittier dauerhaft. Also für immer. Also nicht nur für 10 Stunden. Das ist so ein kleiner Bonus von der Vollversion. Nicht unbedingt nötig, aber es ist eine wunderschöne Erleichterung. So, und Hype Train auf Stufe 1 abgeschlossen. 67% deiner Community hat insgesamt 4 Geschenkabos beigetragen. Dankeschön. Aber hier sehe ich gerade so als Zusammenfassung. Richtig cool. So, Gleiten, 1. Erweiterung. Mounts, 2. Erweiterung. Okay, dann dauert es noch ein bisschen. Dann muss ich mich noch gedulden. Weil ich weiß gar nicht, wir sind momentan wohl in der normalen Hauptstory noch, ne? Also ich glaube, der Kontinent Orr ist die Hauptstory, ne? Das ist einfach die Story von Level 80. Habe da heute reingeschaut, da war einer mit 600 Followern, kein großer Streamer. Und weil das gerade alle sehen wollen, hat das Spiel auch 200 Zuschauer bei dem gehabt. Was auch passiert ist, habe ich heute auch Nachrichten gelesen, ist bei Twitch Blue. Ich weiß gar nicht, was Twitch Blue ist.
da wurde wohl auch Mario hochgeladen, der Kinofilm. Und es war wohl 7 Stunden online und es haben 9 Millionen Leute gesehen. Irgendwie so ein paar Millionen Leute haben es geguckt. Also ja, wer von euch zufällig zu der Zeit online war, konnte hier bei Twitch sogar den Mario-Kinofilm gucken. Hat auch irgend so einen Spaßvogel hochgeladen. War auch nicht ganz korrekt. Und Monster, schön, dass du da bist. Hey, Bisa, doch, ich habe viele Starter-Pokémon Shiny gezüchtet. Okay, aber nicht nur Feurige. Ich dachte schon noch mehr Feurige, weil da hast du schon so viele. Da weiß ich gar nicht, was du mit dem machen willst. Und hier, Goldfinja, schön, dass du da bist. Wunderbar. Und Gesu ist auch da. Hey! Welches Mario? Genau, der Kinofilm. Ja, außer mir war wahrscheinlich jeder schon im Kinofilm drin. Und der hat ja inzwischen die 1-Milliarde-Marke geknackt, ne, von den Erlösen weltweit. Also richtig, richtig gut. Der Mario-Film, der ist heftig. Ich habe zwar gehört, die Kritiker waren nicht so ganz glücklich mit dem. Aber ja, das sind halt die Kritiker, ne? Die haben immer was zu kritisieren. Aber ich meine, das ist schon beachtlich. Der ist bereits auf Platz 10 der besten Animationsfilme. Und mal gucken, wie weit er noch geht, ne? Das ist ja erst der Anfang. Der ist ja noch ganz frisch da. Also der wird sich noch ein bisschen hocharbeiten. Bisa, ich habe 50 Shiny Feurigel. Evelina, warum? Warum? Was machst du mit den allen? Da hast du jetzt 2 Boxen fast voll mit Feurigels. Okay. Ich meine, außer die hat es wahrscheinlich keiner. Also so gesehen richtig, richtig cool. Aber was machst du mit denen? Bald geht dir der Platz aus. Und Joachim, hey, schön, dass du da bist. Und Pokehunter, hallo. Platz 1 war ja, meine ich, Chihiros Reise. Muss man gucken. Ich habe das Gefühl, das wurde wieder abgelöst. Chihiros Reise war das gewesen. Ist es nicht inzwischen Weathering with You? Weathering with You oder Your Name? Ich habe das Gefühl, dass Your Name oder Weathering with You, eins von den beiden, dass das es schon abgelöst hat. Müsste ich gucken. Also Chihiro war auf jeden Fall ganz lange Zeit ganz vorne. Auf jeden Fall. Und früher war auch König der Löwen, ne? Ja. Ja, ich hab's endlich geschafft, Miraidon zu fangen. Jetzt fehlen nicht mehr viele Pokémon bis zum vollständigen Pokédex. Monster, sehr, sehr gut. Dann wir helfen dir auf jeden Fall dabei, den Pokédex voll zu machen. Jeden Pokémon-Stream kannst du 2 Pokémon abholen. Und dann später können wir auch gerne einmal Miraidon hin und her tauschen. Oder Koraidon, je nachdem, wen du brauchst. Um an die Zuschauer zu verteilen. Okay, ja gut, aber Evelina, ich weiß nicht, ob wir so viele Zuschauer haben hier. 50 Stück. Oh, das sind viele. Das sind richtig, richtig viele. Da kriegt ja jeder ein eigenes. Oh, so. Und Joachim hat 150 Shiny Ignivor. Aber in Pokémon Go, ne? Ich glaube, in Pokémon Go war es irgendwie einfacher. Aber Evelina hat die in Karmesin Purpur. Ich glaube, in Karmesin Purpur ist es schwerer als in Pokémon Go. Wobei, ich weiß es ja nicht. Ich habe noch nie Pokémon Go gespielt. Ich kann es also gar nicht genau sagen. Nein, du hast in Karmesin? Was? 150? Warum? Warum? Ich dachte, Evelina ist hier Weltrekordhalter. Weil wer hat schon 50 Shiny von einem Typ? Und du hast 150? Aber wieso hantest du 150 Stück? Spätestens bei 2 Stück ist Schluss. Mehr brauchst du nicht. 150, das sind 5 Boxen. Du hast 5 Boxen voller Ignivor. Ich meine, Ignivor ist ein cooles Pokémon, ja, aber weil ich es konnte, ja, da muss dir aber sehr langweilig gewesen sein. 150 Shinies. Boah. Ja, okay. Jeder hat ein anderes Hobby. Also ich finde es cool, ne? Aber ich überlege dann, was macht man damit? Aber hey. Ich denke mal, gibt es irgendjemanden, der noch mehr hat? Das könnte Weltrekord sein, oder? Ich glaube, sowas ist Weltrekord. So. Hat er an einem Tag 25 Stück gefangen? Okay. Ja gut, oder ihr farmt halt die Sandwiches, die Geheimgewürze ohne Ende. Und dann, holt es euch damit. Boah. 25 an einem Tag. Ich meine, ich hatte Tage, wo ich tatsächlich 4 oder 5 geschafft habe. Aber das waren dann Ausnahmetage. Ich habe auch eine Menge Tage gehabt, wo es dann 0 waren, obwohl ich mich durchaus bemüht habe. Und da kam einfach keins. Wow. Eigentlich würde ich gern sehen, wie Bisa als Hühnchen den Fallen ausweicht in GW2. Gibt es da so eine fiese Stelle wieder, ja? Bestimmt so ein Sprungrätsel. Bei den Sprungrätseln, ich finde Sprungrätsel ja grundsätzlich ganz nett. Aber wenn da diese fiesen Fallen drin sind, die Fallen, die mag ich gar nicht. Weil die Fallen, die one-hitten nahezu. Einmal in Falle reingelaufen, ja, am Boden, wenn diese Flecken immer angehen, ne, so Feuerkreise, man ist instant kaputt. Das ist unfair. Und Bomberpilot, hey, schön, dass du da bist. Und Maruka, hallo ihr Lieben. Wunderbar.
Scheinbar war der erfolgreichste DC-Film Aquaman. Keine Ahnung, ob ich dieser Quelle Glauben schenken kann. Okay. Ja gut, ich weiß nicht, welcher Superheldenfilm der erfolgreichste ist. Ich hatte zuletzt Venom gesehen und Venom war wirklich interessant. Der gefiel mir. Der war bei Amazon Prime gewesen und ja, ich fand ihn gut. Und davor hatte ich dann noch Suicide Squad gesehen, das Original und die Neuverfilmung. Das war, glaube ich, 2001 und 2006. Nee, 2006 und 2013. Also diese beiden neuen Versionen halt, die fand ich auch beide ganz nett. Aber sonst bei den Superheldenfilmen, da muss ich viel aufholen. Aquaman habe ich noch gar nicht gesehen. Ich kenne ihn nur so ganz grob vom Aussehen. Nee, das ist eine Gildenmission, das Rennen. Okay, dann rennt die ganze Gilde in Hühnerform, ja? Oh! Okay, so, nun bin ich beim Jugendtraining. Alles klar, Joachim, viel Spaß. Und hier, nochmal Hut ab, ne? 150 Scheine Ignivor. Nicht schlecht, nicht schlecht. Vielleicht hast du auch das ganze Jugendteam bei dir aktiviert, ne? Alle mussten Ignivor fangen und dir rübertauschen. Bestimmt. So, Venom ist aber auch Marvel. Oh, okay, jetzt falle ich drauf rein. Ich kenne den Unterschied nicht so gut zwischen Marvel und DC. Das sind ja riesige Weltenunterschiede. Ne, es gibt ja eine Heldentruppe, Batman und sowas, die sind in der einen Welt. Und dann gibt es die andere Welt, da sind die anderen Helden drin. Und ich habe keine Ahnung, wer in welche Welt gehört. Aber ja, da gibt es ganz, ganz große Glaubenskriege, weil die eine Serie ist natürlich viel, viel besser als die andere. Oh, da bin ich jetzt voll reingetreten ins Fettnäpfchen. Bei DC würde ich halt eher davon ausgehen, dass The Dark Knight 2 der erfolgreichste hätte sein müssen. Oder zumindest Joker. Also den ersten Dark Knight habe ich gesehen, der war cool. Und ich meine sogar auch die Fortsetzung. Aber Joker noch nicht. Ich finde den Charakter Joker zwar cool, aber ich hype den nicht ganz so stark wie viele andere. Ja, das war einfach ein schöner Schurke. Aber ich fand damals auch Schwarzenegger als Pinguin. Nee, Pinguin war Danny DeVito. Schwarzenegger war ja damals bei dem einen älteren Batman-Film, also inzwischen uralten Batman-Film, da war Danny DeVito war der Pinguin und Schwarzenegger war so ein Frost-Typ, ne? Frostman oder sowas. Und das fand ich auch sehr spaßig. Genau, irgendwas mit Eis. Ja, irgendwie so Frostman. Der war sehr, sehr eisig, hatte, glaube ich, eine große Kanone in der Hand. Das kann der Schwarzenegger halt. So. Nö, hab nur einen Jugendlichen zum Training. Ach so, heute in kleiner Gruppe. Dann viel Spaß, Joachim. Super gut. Interessant, dass es mit einem einzigen stattfindet. Wenn ich bei mir dran denke, wenn bei mir damals im Verein was war und nur einer kam, fand es nicht statt. Da mussten immer mindestens, weiß nicht, 5 Leute da sein, sonst gab es nichts. Okay. Alles, was ansatzweise düster klingt, DC, der Rest Marvel. Ist das so einfach? Ich glaube, inzwischen ist doch alles düster. Inzwischen sind nur alle Haupthelden irgendwie so mit irgendeiner negativen Macke versehen. Was weiß ich, Kettenraucher oder Psychopath oder irgendwas. Es gibt doch gar keinen richtig positiven Helden mehr. Ne? Früher war es so also einfach so, Batman, Superman waren die Ultra-Guten, hatten gar nichts Negatives. Und inzwischen haben die alle ihre Psychokrisen. Aber gut, ich muss mal gucken. Also ich muss da auf jeden Fall einiges nachholen. Und Hallöchen an alle, geht's euch gut? Sandra, immer bestens. Ich hoffe, dir geht's auch wunderbar. Wir haben jetzt einen Start in eine schöne neue Woche. Die kurze Woche, dank dem 1. Mai-Feiertag. Aber das kriegen wir hin. Und noch 9 Tage bis Zelda. Yay! Und im Chat haben wir einen Rex Blizzard. Diesmal übersehe ich es nicht. So, einmal fange ich es mir noch. Weil im Spiel habe ich dann keine Zeit, was zu fangen. Da bin ich immer gut abgelenkt. Genau, Freeze, richtig. Depressive Freeze hieß der Gute. Das war der Schwarzenegger damals. Genau. Ich hatte es als Frostman im Kopf, aber Freeze ist sicherlich der richtige Name. So, ich verteile an alle 2 shiny Pokémon von mir selbst gezüchtet. Evelina gönnt wieder. Dann viel, viel Erfolg. So, hab mir gerade Zelda vorbestellt. Saskia, sehr, sehr gut. Gerade noch rechtzeitig, weil in 9 Tagen kommt es. Also wenn du es bei Amazon vorbestellst, da gibt es momentan, glaube ich, keine Prämie. Wenn du es bei einem Laden bestellst, Mediamarkt, Saturn oder sowas, da gibt es, glaube ich, eine Münze als Prämie. Und wenn du es bei Nintendo selber bestellst, da gibt es diese Münze auch. Und ich meine noch irgendwas anderes. Und auf jeden Fall bei Nintendo kann man sich optional noch ein Tagebuch dazu nehmen für 5 Euro und eine große Medaille noch für 10 Euro. Also wer Interesse hat, guckt danach. So, Hallöchen, meine Lieben, bin mal wieder da. Twitchboy, sehr, sehr gut. Wir starten gleich mit Guild Wars, unser vorletzter Stream, weil danach kommt halt Zelda. Und morgen, die beiden Donnerstage, machen wir was Besonderes, machen ein bisschen Plauderspaß. Und ja, überlegen wir uns, ne, was wir im Stream noch bräuchten, was für Emotes. Und ja. Hab hier noch ein bisschen angefangen, ein paar Heftchen vorzubereiten. Vielleicht machen wir dann auch irgendwie mal so ein Abenteuer-Spielebuch in einem Stream. Könnte auch lustig sein.
So, Training mit wenigen Teilnehmern ist doch nice. Dann kann man intensiver und individueller trainieren. Genau, wenn man es denn macht. Also ich weiß von damals, da musste eine gewisse Anzahl erscheinen, sonst fand es einfach nicht statt. Ja, ist ja auch nachvollziehbar. Aber wenn die Trainer so lieb sind und die machen es auch mit einem Einzigen, der kommt, super, super gut. Für den einen Einzigen dann perfekt. Ja, bist voll gehypt, Saskia, auf jeden Fall. So, ich habe nicht mal mehr Zelda den ersten Teil gezockt. Irgendwie hat mich das nicht so abgeholt wie den Rest der Welt, aber zuschauen tue ich es gern. Oh, Peter, dann unbedingt mal reinschauen. Ich denke, Zelda ist eines der Spiele, was die meisten als sehr gut empfinden. Wenn du Lust hast, bei YouTube habe ich auch Zelda Breath of the Wild schon gespielt. Und das Neue geht auch in eine ähnliche grafische Richtung. Wenn du magst, kannst du da nochmal reinschauen. Wenn du mal Zeit hast, Ausrufezeichen YouTube oder einfach in den Bisa LP YouTube-Kanal gehen. Dann kannst du dir angucken. Ich finde es echt sehr, sehr schön. Es ist halt ein sehr langes Spiel. Also ich gehe mal davon aus, das neue Zelda wird auch diese 14 Streams ungefähr dauern. Das ist ungefähr der Schnitt. So für jedes neue Spiel brauchen wir ungefähr ja, diese 12 bis 16 Streams. Also rund 15 halt. Und das entspricht halt diesen 2 Wochen, weil wir ja täglich streamen. Und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Also ob das Breath of the Wild toppen kann. Ja, mal gucken. Mal gucken. Es wird schwierig, weil Breath of the Wild hat die Messlatte sehr, sehr hoch gesetzt. Und ich bin gespannt, ob es geht. Weil ich meine, grafisch kann man nicht wirklich mehr erwarten, weil es ist halt immer noch die Switch. Da hat sich nichts geändert. Wobei das Breath of the Wild war ja noch für die Wii U, glaube ich, ne? Es erschien, glaube ich, gleichzeitig für Wii U und für Switch. Also vielleicht kann man doch ein bisschen grafisch nur rauskitzeln, aber ich glaube nicht so schrecklich viel. So, alles gut bei dir? Wie war dein Tag bisher? Bisher super. Ich habe draußen wieder, nicht unbedingt, weil ich Lust habe drauf, aber weil man es machen muss, ein bisschen Unkraut wieder gemacht, Bürgersteig gekehrt. Super toll. Aber jetzt sieht's ordentlich aus. Gestern habe ich noch Rasen gemäht. So gesehen, also dass das nicht Spaßige ist erledigt. Und dann kann man jetzt den spaßigen Teil mit euch beginnen, nämlich jetzt gemütliche Spielen. Und Sue, hey, schön, dass du da bist. Wunderbar. Ich habe mir Hogwarts Legacy für PS4 vorbestellt und kann es ab Freitag spielen. Sehr, sehr gut. Ich habe heute mein Tagebuch aus Xenoblade 3 bekommen. Ja, hey, bei euch geht's ja richtig ab hier. Hogwarts Legacy will ich auch unbedingt spielen, Xenoblade 3 übrigens auch, aber ich behänge noch momentan am Ende von Xenoblade 1, weil am Ende, ich will immer alle Nebenstories machen und es gibt viel zu viele und das zieht sich wie Gummi dann ein bisschen. Oh, da hat das Spiel zu gut gemeint und ja, ich muss es erst beenden und dann hole ich mir auf jeden Fall Xenoblade 2 und 3 auch und Hogwarts Legacy, ich denke, das spielen will ich irgendwann im Stream, wenn das Spiel mal im Sale ist bei Steam, ja. So, uns geht's auch ganz gut. Perfekt, Sandra, das höre ich immer gerne. Sehr, sehr gut. So, ich bräuchte mal ein paar Helfer beim 6-Sterne-Stahl-Scherox DV8HRH. Das gute Epitaph mit Ableithieb sollte gehen. Dann helft dem guten Depressivo, wer gerade die Switch zur Hand hat. Er hat ein 6-Sterne-Stahl-Scherox. Richtig cooles Pokémon. Ja, DV8HRH. So, und Tom sagt, Bisa, trinken! Hier, Prost! Herrlich. Vor Xenoblade 3 musst du erst 2 spielen. Genau, ich habe noch was vor mir. Und für alle gibt es ja so viele Add-ons noch. Und Xenoblade 1, ich finde das Spiel super gut, aber wenn man das halt als eines von mehreren Spielen spielt, ist es ein bisschen anstrengend, weil es erfordert wirklich richtig viel Zeit. Ne, da gibt es auch diesen Basenaufbau. Wie ist die Basis? Nummer 6 oder sowas, ne? Da muss man auch richtig durchpowern, weil dafür muss man auf der ganzen Welt farmen und Sachen suchen. Und da habe ich auch angefangen, mal in einen Guide reinzugucken, aber das hilft auch nur bedingt, weil die Sachen sind so weit verstreut, also wenn man wirklich die Sidequests alle mitmachen will, das ist anstrengend. Aber sonst ist es ein tolles Spiel. Geht Gesetzesbücher in die Ecke. Oh, ja, Wiener, musst du Gesetzesbücher lernen, ja? Eieieiei, sowas wie HGB oder STGB, all die lustigen Sachen, die sind anstrengend. Die sind anstrengend. Da bin ich froh, dass es vorbei ist. Vor allem, hier muss man auch ständig neu lernen, weil da ändert sich ja ständig was. So, gucken wir kurz die News nach. Wir haben hier neue Bestellungen und Wiederholungen eines Team-Events in Café Remix, Pokémon Café Remix. Das heißt, da sind inzwischen die ersten 2000 Bestellungen verfügbar. Kommen wir mal so ungefähr 25 dazu und jetzt haben wir die 2000 voll. Nicht schlecht. Und für den morgigen Donnerstag, den 4. Mai, ist zudem der Start eines Team-Events mit Schlaraffel angekündigt. Okay, das ist die erste Wiederholung dort. Dann haben wir Inhalte zur Feier von 50 Millionen Downloads in Pokémon Masters X aktiv. Dann haben wir Anime-Episode 1238 und Vorschau auf die Woche. Ihr wisst ja, sonntags gibt es neue Pokémon-Folgen. Und wie heißt denn die Folge 1238, so frei übersetzt? Weitergegebener Schatz.
Okay, das verrät noch nicht so viel. Auf dem Bild sehen wir den neuen Hauptcharakter, den weiblichen. Und wir sehen Felori, das gefällt mir schon mal. Ist kein Spoiler, ich glaube, da verrät man nichts. So, Übersicht der neuen Spezialforschung und des ein intuitiver Held-Events in Pokémon Go. Das gibt's auch noch. Ab heute um 10 Uhr startete das, also halt gestern. Ab gestern 10 Uhr läuft das neue Event in Pokémon Go. Da könnt ihr euch auch austoben. Und wir haben, oh, da werden sich einige von euch freuen. Things. Community Day mit Things wurde angekündigt. Für den 21. Mai von 14 bis 17 Uhr. Das heißt also frisch nach Zelda, 2 Tage nach Zelda, könnt ihr euch dann hier in Pokémon Go Things abholen. In Shiny und in Normal. Ich glaube, da werden sich einige freuen, weil einige haben sich ja Things auch für Pokémon Raids gewünscht, als 7-Sterne-Pokémon. So, und dann haben wir noch hier kleines Pokémon Go-Event zum Amaze in Berlin angekündigt. Was ist denn das Amaze? War das so ein Escape Room? Anfang Mai findet das Amaze Festival in Berlin statt. Passend zu dieser Veranstaltung wird es in Pokémon Go ein kleines Event für Fans vor Ort geben. Dieses Event umfasst die gewohnten Eventinhalte, Logmodule. Schade, hier steht nicht, was das Amaze ist. Wahrscheinlich ein normales Event dann. Ich hätte gedacht, vom Namen her, das könnte so ein Escape Room sein. Weil die sind ja momentan auch überall gehypt ohne Ende. So, und die ist auch schön. Und Quada, hey, schön, dass du da bist. Wunderbar. So, nein, ich muss mich auf die Verhandlung bei der Einigungsstelle vorbereiten. Einigungsstelle? Ah, da hast du aber auch was Lustiges zu tun dann. Oh, okay. Das ist sehr, sehr gut. Alles klar, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal in Guild Wars rein und gucken, was so passiert ist. Ich war ja zwischendurch fleißig. Und ja, so. So, endlich wieder von meinem PC aus. Quada, sehr, sehr gut. Ja, PC muss laufen. PC-Probleme sind das Schlimmste. So, 12. internationale Game and Playful Media Festival. Ach, das ist das, Amaze. Okay, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Internationale Game und Playful Media Festival. Alles klar, Vino, dankeschön. So, also hier ist unser schöner Char-Freund. Ich habe auch wieder meinen Krieger ein bisschen gespielt. Weil der Krieger spielt sie auch sehr witzig. Der hat einen großen Hammer. Dann ist hier meine Ingenieurin. Hat er gut aufgeholt. Mit der habe ich ein bisschen mehr die Karte erforscht, aber nur die ganzen Startgebiete. Also nichts, was im Stream noch vorkommen könnte. Deswegen bin ich da schon bei 40%. Yay. Und die Jägerin habe ich, glaube ich, die ganze Woche gar nicht gespielt. Aber die wollte ich ja nicht spielen. Es macht so Spaß, die ganzen Tierchen zu finden. Und mit den anderen Charakteren finde ich die Tiere ständig. Ja, jetzt nehmen wir unseren guten Char. So, machen wir auch schön Vollbild. Und dann hier ab die Post. Habt ihr die Tage schon gesehen, dass du in GW2 on warst? Ich bin jeden Tag on. Meistens in der Früh für die Gilde kurz, also das Gildenfarmen. Und dann mal schnell die Weltenbosse machen. Und dann irgendwie nachmittags, abends, dann für den richtigen Spaß. So. Hier ist unser schöner Char-Freund. Bin ich gerade im Gebiet hier. Wo bin ich denn gerade? Da bin ich heute noch schnell rüber geflitzt. Unterhalb der Wandererhügel. Genau. Was ich gemacht habe, ich habe ein paar Heldenquests im alten Gebiet gemacht. Deswegen, wir könnten gleich noch einmal leveln. Aufs Leveln habe ich natürlich gewartet. Und dann wollte ich noch kurz zeigen, hier. Unterhalb der Kristallwüste ist irgendwo das Ödland. Ich glaube, hier irgendwo, ne? Und da kommt man nicht durch. Ich bin mit meiner Ingenieurin extra hier die ganze Wand abgelaufen in Ascalon. Aber da kann man nicht durchgehen. Da ist so eine richtig fette Wand. Da sind Tore. Da sind richtige Tore. Man kann aber nicht durchgehen. Die sind alle zu. Ich vermute, man kann die irgendwann später aufmachen. Ich habe auch versucht, hier durchzuschwimmen. Wo war das? Hier irgendwo, ne? Ne, genau hier. Da wollte ich rüberschwimmen. Geht auch nicht. Da ist eine dicke Strömung. Man kommt nicht durch. Richtig tricky. Wozu sind mehrere Charaktere gut? Einfach zum Spaß haben, wenn man was anderes spielen will. Weil ich persönlich weiß ja gar nicht, welchen Charakter ich am liebsten spielen will, weil ich kenne Spiele noch nicht. Ja, also deswegen, man muss sich ein bisschen ausprobieren. Hat man mehr Lust auf einen Zauberer-Typen, auf einen Nahkämpfer, auf einen Fernkämpfer? Einen mit vielen Pets, einen mit wenigen Pets, ja? Und die spielen sich alle sehr unterschiedlich. Also gerade jetzt der Necro. Im Grunde ist der Necro ziemlich einfach zu spielen, weil der hat hier oben, da seht ihr es, ne? Hier oberhalb der 5 Skills hat er nix. Ja, wir gehen einmal in den Schattenmodus, das war's dann. Also in der Hinsicht sehr einfach. Das sind andere, wie zum Beispiel der Ingenieur, der hat hier oben schon ein bisschen mehr, was man benutzen kann und sollte. Oder halt der Elementarmagier. Der muss oben ständig durchswitchen, wenn er zwar bestimmte Fähigkeiten einsetzen will. Also die Charaktere spielen sich sehr, sehr unterschiedlich. Und deswegen ist es gut, jeden Charakter einmal zu haben. Auch für die Berufe. Ne? Damit du alle Berufe benutzen kannst, brauchst du im Grunde auf jedem Charakter andere Berufe haben. Und deswegen, also mehrere Charaktere zu haben, ist gut.
Aber natürlich, wenn man es kostenlos spielen will, gar kein Problem, hat man halt zwei Charaktere und irgendwann holt man sich eh für die 30 Euro. Und dann hat man auch fünf Charaktere, dann kann man alle Berufe nehmen, weil ich vermute, es gibt so 8 Berufe wahrscheinlich. Das kann jemand im Stream wahrscheinlich sagen, wie viele Berufe es gibt. Also es gibt auf jeden Fall ein paar Berufe mehr. Wenn du 5 Charaktere hast, bin ich mir aber sicher, kannst du sie alle haben. Ich komme mal kurz zu dir mit dem Kleidungsset. Okay, dann warte ich hier. Ah, da guck mal, da ist Sandrine schon. Nee, ist nicht. Doch. Die unsaubere. Ich finde, die sieht sehr sauber aus. Oh, das sieht schön aus. Ist das ein neues Kostüm, das grüne? So. Da sehen wir die gute. Hier in der Aufnahme. Ich mag die Asura. Die Asura im Spiel sind echt cool. Oder wirklich die Charre. Aber dann die weiblichen Charre mehr. Die weiblichen Charre, die sind ein bisschen so schön eleganter noch. Genau, das Katzenkleidungsset. Ja, das ist schön. Also mit Katzenöhrchen oben sogar, ne? Ha! Dabei haben die Asura schon schöne Ohren. Aber jetzt oben mit den Katzenohren noch besser. Ja, richtig cool. Es könnte auch fast so als Zelda-Outfit ein bisschen durchgehen, ne? Weil du es auch in grün gefärbt hast. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr cool. Schönes Outfit. Und moin, Pixels. Schön, dass du da bist. Wunderbar. Kristallwüste gehört zur dritten Erweiterung, Pass of Fire. Okay, deswegen kann man da noch nicht hin. Alles klar. Ich habe schon gedacht, dass es irgendwie als später freigeschaltet wird. Ich dachte halt storymäßig. Aber wenn es ein Erweiterungsgebiet ist, dann ja klar. Deswegen komme ich noch nicht rein. Gemein. Gemein. Nekroschnitter wurde gestern gebufft. Oh, das ist gut. Das ist gut. Momentan gefällt mir der nämlich richtig gut. Ja, aber das Outfit ist echt schön, ne? Das ist ein schickes Outfit. Und man beachtet das Schwänzchen beim Asura. Stimmt, normal hat er keins, ne? Das ist das Katzenschwänzchen, was mit dem Outfit kommt. Ah! Super cool, super cool. Ja. Kommt man bei mehreren nicht durcheinander? Ich habe immer noch den einen, bin schon bei Weltabschluss 85%. Ja gut, man muss halt rausfinden, was einem gefällt. Wenn du von vornherein sagst, ich habe meinen Charakter schon gefunden, dann ist es ja kein Problem. Weil natürlich ist es schwierig, alle auf 100% zu bringen. Aber ja, ich bin bei allen im Grunde zwischen 20 und 40% Weltenerkundung. Aber ich habe mich auch gebremst. Ich wollte ja nicht ohne euch spielen. Deswegen, ich mache immer nur so viel im Stream, dass ihr ja nichts verpasst. Das wird sich ab nächste Woche ändern, weil dann ist es ja erstmal vorbei. Und dann machen wir später hier nochmal weiter. Aber dann zappen wir immer rein, ne, dass man eine vielleicht bei eine neue Story beginnt oder sowas. So. Gerne. Habe jetzt leider nur noch eine normale Mon. Brauchst du noch irgendwelche speziellen Mons, mit denen ich dienen kann? Oder hast du deine Decks schon voll? Twitchboy, mein Deck ist fertig, falls es für mich war. Aber ich glaube, du redest mit Evelina, ne? Dann passt das. So. Aber cooles Outfit. Wir haben übrigens auch eine Kiste. Ach, habe ich noch Loot. Machen wir den Loot noch schnell fertig. Das ist so. Genau, das zum Verschrotten. Das ist äußerst bemerkenswert. So. Weil ich habe hier eine Kiste, die klingt richtig schön. Das war eine der Belohnungen von den Dailies. Truhe mit exotischer Ausrüstung. Gucken wir nach. Ach, okay. Kann man da vorschauen? Nee. Okay, Nekromanten. Truhe mit exotischer Ausrüstung des Nekromanten. Ich glaube, wir sind Nekromant, deswegen, das müsste doch passen. Ja, wir sind Nekromant. Ich dachte, man kriegt irgendein zufallslegendäres Item raus. Ja, okay. Zack. Jetzt haben wir so eine Kiste. Und kriegen ein Norgu-Beinkleid. Ach, wir hatten schon was Legendäres. Mann. Das ist ein bisschen schade. Aber überlegene Rune des Balthasar. Ich glaube, vom Balthasar hatten wir schon irgendwas gehabt. Was ist denn von den beiden besser? Zustandsschaden links, Kraft. Jetzt als Schnitter ist Kraft besser, ne? Ich glaube, momentan ist das, was wir hier haben, besser. Aber das Link hat auch coole Werte. Ich glaube, dass das Rechte ist besser. Ne, punktemäßig ist das Linke besser, ne? 90 und plus 64, 64 ist mehr als 77 und 55. Das Linke ist besser, aber ich glaube, das Rechte ist praktischer für uns. Mhm. Wer möchte... Okay. So. Was behalten wir? Jetzt ziehen wir es einfach mal an, komm. So. Ja, sind schon beide sehr ähnlich, ne, von der Optik.
trinke, plus 25 Zustandsschaden. Ich habe das Gefühl, dass 25 Kraft für uns besser ist. Nein, nehmen wir den Zustandsschaden. Aber das andere schmeißen wir nicht weg, das heben wir uns schön auf. So, ich meine, ich hatte doch irgendwas anderes. Genau hier, den Rucksack. Jetzt können wir meinen Rucksack anziehen. Hier, Geparden-Char-Rucksack. Das ist auch was richtig Schickes. So. Momentan, ja gut. Ich weiß, ob man den Rucksack sehen kann. Wo ist er denn hin? Da ist der Rucksack. So. Machen wir auf Anwenden. Und es guckt mal. Hier. Oh nein, der Mantel ist weg. Habe ich den Mantel jetzt weggemacht? Aber gut, jetzt haben wir dafür so einen coolen Tiger. Ist er nicht süß? Hat Vino damals uns gegeben. Ist das nicht süß? Richtig knuffig. Okay, aber wo ist der Mantel hin? Oh, Rücken. Ach hier, Funkenflugumhang. Ist nicht verloren. Okay, kostet nur einmal, wenn wir es umrüsten wollen. Aber macht nichts, machen wir heute nicht. Heute laufen wir mit unserem kleinen Rucksack rum im Tigermuster. Der süß, Geparden-Char-Rucksack. Sehr, sehr cool. Und dann, wo sind wir hier? Mini des Tages brauchen wir. Wo war das denn? Das war hier, ne? Mini. So, wen nehmen wir heute? Schwebrochen. Haben wir uns letztes Mal gebastelt, ne? Wir könnten mal einen Schwebrochen nehmen. Haben wir uns mühsam gebastelt und nehmen wir Kätzchen. Aber wir haben so viele, so coole. Dann nehmen wir den Weihnachtsroboter. Mini-Teufelshund. Ach komm, wir nehmen mal den Mini-Teufelshund. Guck mal, zum Nekro passt der, glaube ich, richtig gut. So, Eisenblatt ist in Raids verfügbar. Hab gerade einen 5 Sterne auf meiner Karte. Depressivo, genau. Allerdings, nur einmal kannst du den fangen. Ja, du kannst Eisenblatt und Windewoge jeweils einmal fangen. Mit beiden Editionen. Aber du kannst ihn exakt einmal pro Spielstand fangen. Hat jemand ein Koraidon, das man gegen Miraidon hin und her tauschen kann? Nur für den Pokédex? Monster! Im nächsten Pokémon-Stream können wir es gerne tauschen. Aber sonst, wenn du es mit jemand anderem tauscht, passt nur auf, dass du es zurückbekommst. Also immer nur Legendäres gegen Legendäres tauschen, weil sonst kriegst du es vielleicht nicht zurück. Wolpertinger? Dann nehmen wir den Wolpertinger heute. Komm, dann nehmen wir den Wolpertinger. Der passt farblich zu uns auch sehr schön. So, dann ist es heute Wolpertinger. Und ich habe hier zwischendurch ein paar Heldenaufgaben in alten Gebieten gemacht. Das heißt, wir können unsere Schnitterfähigkeiten einmal skillen. Dann kriegen wir jetzt hier den Kampfschrei. Heilt euch selbst, erhaltet Lebenskraft und trefft Gegner um euch herum. Wobei ihr von jedem getroffenen Gegner zusätzliche Lebenskraft absorbiert, verursacht zusätzlichen Schaden und erhaltet noch mehr Lebenskraft, wenn ihr Gegner in Nahkampfreichweite trefft. Klingt richtig OP, gefällt mir. Okay, was ist das nächste? Kampfschreie, also Weissagung des Todes. Kampfschreie zapfen jetzt Lebenspunkte ab. Bei Gegnern in Nahkampfreichweite ist dieser Effekt erhöht. Okay, lassen wir uns überraschen. So, damit sind wir fertig. Können wir jetzt starten. Übrigens, meine Ingenieurin, die habe ich auf den Mechpfad geschickt. Das heißt, die läuft jetzt mit dem großen grünen Roboter rum. Sehr, sehr cool auch. So. Achso, und hier die Wackelkiste. Ich habe für 1000 Punkte bei den Lorbeerdingern, also bei diesen normalen Weltenbelohnungen, haben wir so eine Kiste gekriegt für 1000 Punkte. Es gab früher auch schon eine 500-Punkte-Kiste. Ja, die war unspektakulär. Aber jetzt haben wir was Cooles, deswegen habe ich die für euch aufgehoben. Was kaufen wir damit? Wir können uns hier was kaufen. Eigentlich, wir benutzen Großschwert, ne? Nehmen wir den Skin fürs Großschwert? Wo haben wir das denn? Skin für Zenit-Schriftrolle. Was ist denn eine Zenit-Schriftrolle? Achso, wäre hier am Gürtel sowas. Zenit-Klinge, Zackenstab. Ach, die heißen alle nur so. Ah, die heißen so. Dann gucken wir nach. Wo haben wir das hier für Großschwerter? Ist das ein Großschwert, was wir haben? Abend, Ebisas, Kazumi, schön, dass du da bist. Und Agent, schön, dass du da bist. Bisa, ich esse gerade Pommes mit Currywurst. Oh, Evelina, lass es dir schmecken. Ich würde so gerne mitnaschen. Das mag ich. Das mag ich richtig gerne. Lass es dir schmecken. Ist ein Großschwert? Okay, dann nehmen wir das Ding. Gucken wir einmal kurz nach. Sieht es auch richtig krass aus. Ja, es leuchtet. Es leuchtet wunderschön. Und hat hier vorne ein paar Zacken dran. Ich glaube, es ist cool. Na wunderbar, nehmen wir das.
So, Depressivo hat einen Raum aufgemacht mit Eisenblatt Typ Psycho XHS47L. So. Okay. Haben wir jetzt einen schönen neuen Skin gekriegt? Wir haben zwei Sachen. Moment, große Erfolgstruhe. Da ist doch was Schönes drin. Benutzen wir erstmal das Teil. Kostet nichts. Sehr, sehr schön. Okay, unser Schwert ist jetzt richtig krass. Das Schwertchen gefällt mir. Und ich glaube, wir haben momentan auch ein Schwert. Ne, wir haben Kobalt gar nicht ausgerüstet. Ach, ich habe das Kobalt, ich habe das Basisschwert noch ausgerüstet. Aber die haben, glaube ich, eh die gleichen Werte. Deswegen egal. Macht nichts. So, und noch eine Kiste hier. Was haben wir da Gutes drin? Blaupause für überlegenes Katapult. Blaupause für Trebuchet. Okay, Gegenstandsverstärker, Erfahrungsverstärker. Zwei Krüge flüssiges Karma. Oh, kriegen wir Karma. Wie viel sind es denn diesmal? 6000? Nicht schlecht. Dann 10 Steine der mystischen Schmiede. Na, das ist, glaube ich, auch gut. Kiste voll Spaß. Doppelklicken, um eine Box voller Unfug und Gags zu erhalten, hält 15 Minuten an. Okay. Okay. Oh, nee. Alles muss man einlagern. Weil die Katapultsachen zum Bauen, ich habe keine Ahnung, wofür man braucht. Ich habe schon eins gehabt. Ich hatte diese Pfeilabschießgeschichte. Okay, so, jetzt sind wir fertig. Die Blaupausen sind für Welt gegen Welt PvP-Modus. Ach so, okay. Also etwas, was ich wahrscheinlich niemals benutzen werde. Aber wer weiß, was noch passieren wird. Okay. Wer möchte, sag ich, Bisa, wie geht's heute? Kein Pokémon? Agent, Pokémon Freitag, Samstag, Sonntag. Und heute ist zum vorletzten Mal Guild Wars 2. Normalerweise hatten wir Guild Wars 2 immer Mittwoch, Donnerstag gespielt. Morgen werden wir generell plaudern und ja, lustige Sachen machen. Aber ja, heute nochmal Guild Wars 2. Machen vor allem natürlich Story weiter. Deswegen gucken wir auf der Weltkarte jetzt auch mal nach, wo wir hin müssen. Wir haben nämlich schöne Markierungen. Hier ist ein Portal. Aber das Portal führt uns irgendwo hin, nämlich hier hin. Und da geht unsere Story jetzt weiter. Wie kommen wir da am besten hin? Von hier aus, ne? Schwimmen von da aus hoch. Heldenpunkt schon verdient. Ich brauche immer alle Heldenpunkte. Muss immer nachschauen, ob wir die schon verdient haben. Aber wir waren ganz fleißig. Weil hier war ich nicht. Ich war nur im Anfangsgebiet. Hab da geschaut. Und selbst im Anfangsgebiet fehlen mir noch einige Abschnitte. Wenn ihr hier so schaut. Guck mal, hier in Krüter unten der Bereich, der ist noch nicht fertig. Da auch noch nicht. Ich könnte noch mal locker weitere Heldenpunkte machen, aber das ist halt... Das machen wir nach und nach. So, wir gehen jetzt mal schön hier hin. Und ich denke mal, dass das der kürzeste Weg ist. Von da ist man auch ähnlich weit. Wir gehen mal dahin. So. Und mal trinken, dann trinken wir noch mal, bevor es jetzt richtig abgeht. Ah, herrlich. Okay, Heldenmark ist umkämpft. Was ich übrigens auch mache, ich behalte jetzt normalerweise das Schwert lieber für normale Kämpfe. Und wenn ich irgendwo einen Bosskampf habe, so vor allem Weltenbosse, dann nehme ich ganz gern den normalen Stab als Nekro. Jetzt gucke ich gerade hier, hat sich irgendwas verändert? Grausamer Schlag. Achso, wir sind im Wasser, deswegen. Ich habe mich gerade gewundert. Das sieht irgendwie anders aus. Okay, links von uns sehe ich da. Oh, Mithrilerz. Aber da ist noch eine Sehenswürdigkeit, die wir noch nicht haben. Wo sind wir denn gelandet? Wir sind dort. Ja, was? Hey, die Markierung war eben ganz woanders. Die Markierung war eben hier mitten im Wasser gewesen. Und die ist jetzt einfach hier zurück in unser Fort der Dreifaltigkeit gewandert. Ja gut, dann gehen wir kurz hier rüber, machen die Sehenswürdigkeit und dann gehen wir zum Fort zurück. Es war auch lustig, vorgestern kam so ein neuer Patch fürs Spiel raus und dann war plötzlich kein Weltenboss mehr gespawnt. Das war fies. Zum Glück hatte ich an dem Tag schon den Weltenboss fertig gemacht, weil da war nämlich eine der Daily-Aufgaben war nämlich gewesen, dass man einen Weltenboss machen muss, den Schattenbehemoth. So, die Markierung wird dir in der Mitte der Karte angezeigt, wenn du dich nicht auf der Karte befindest. Ach so, okay, danke schön. Danke, danke. Das wusste ich noch nicht. Ich dachte, ihr wollt mich austricksen, weil ich weiß inzwischen auch schon die Detailmarkierungen. Zum Beispiel, wo halt Portale sind oder diese Heldenprüfungen oder die Händler. Die werden auch nur angezeigt für die jeweilige Karte, nicht für andere Gebiete. Wenn wir also in anderen Karten gucken, dann da sieht man nur die generellen Portale, ne, diese Wegmarker. Aber nicht so Details wie, wo ist Holz oder sowas.
Das sieht man immer nur auf der jeweils aktuellen Karte, wo man ist. Da gibt es einen Unterschied und das gehört wahrscheinlich mit dazu. Okay. Alles klar. Also, wir müssen zurück ans Bord unseres Unterseeboots und fahren zur Position der Arche. Jetzt geht's richtig ab hier. So. Ist dort ein Feierabendbier in der Kuhtasse? Nee. Kein Alkohol bei mir. Bei mir gibt's kein Alkohol. Ihr wisst, ich mag's ja nicht so. Da ist leckere Kuhmilch. Kann auch sein, dass da Tee drin ist. Zum Beispiel heute grüner Tee. Aber es ist die Kumu-Tasse. So. Und bei der guten Evelina kann sich jeder scheinbar was abholen. Ne? 2 shiny Pokémon. Wer da Lust hat, die gute Evelina muss die loswerden. Hat 35 Feurige in shiny. So, hier sind wir. Wir müssen gar nicht hier hin. Wieso bin ich jetzt hier hingelaufen? Die Markierung ist in der Stadt. Oh, da ist unser schöner Rucksack. Der Rucksack ist voll süß. Und der Rucksack bewegt sich, ne? Er bewegt sich, er lebt. Wir haben einen lebenden Rucksack. So, auf unser Tierchen. So geht's schneller. So, und wir müssen hier hin. Müssen wir eine Etage runter? Ich glaube, wir müssen irgendwie eine Etage runter, ne? Zum U-Boot halt. Ja, wenn wir zum U-Boot müssen, das macht ja irgendwie Sinn. So, kann man hier runterhüpfen? Geht das? Sonst müssen wir von draußen reingehen. Draußen gab es so eine Schleuse. Das hatten wir damals in einem Video gesehen. Weil die wurde verriegelt, als die Bösen angegriffen haben. Genau. Das ist genau diese Schleuse. Die Asura müssen mal wieder alles retten. Meine Megalaser schaffen das Knochenschiff. Aber ich darf meinen Golem nicht verlieren. Da sind meine Vorräte drin. Ich und mein Golem brauchen Schutz, während ich an den Megalasern arbeite. Dann kümmern wir uns um die Auferstandenen. Bündel 2, ich brauche mehr Komponenten. Im Notfall könnte ich die wohl benutzen. Ich weiß nicht, wer das erzählt hat. Ich habe geguckt, ich habe keinen gesehen. Aber klang spannend. Ist Level 80 Max? Ja, Peter. Level 80 ist Max, allerdings. Es ist nur für das Leveln auf Level 80 erstmal Max. Es geht noch weiter. Nach Level 80 beginnt es hier oben mit Beherrschungsrängen. Und Beherrschungsränge, die gehen noch weiter. Bis 455, glaube ich. Und das heißt, dann kann man hier all diesen Spaß noch durchleveln für die Erweiterungen. Und das ist nochmal eine ganze Menge. Wir sind momentan bei Nummer 6 von 455 und es dauert ziemlich lange. Also ich habe hier, glaube ich, den Balken gerade so zur Hälfte vollgekriegt und dafür wahrscheinlich 10, 15 Stunden gebraucht. Ja, also man kann sicherlich Power leveln, aber trotzdem, das geht sehr langsam hier vorwärts. Und dann muss man sich irgendwo für diese Beherrschungspunkte verdienen, von denen wir gerade 3 Stück haben. Und um die nächste Fähigkeit freizuschalten, brauchen wir 5 Punkte. Das heißt, wir können die nächsten 5 Punkte gar nicht machen, weil uns die da oben fehlen. Ich habe keine Ahnung, wo man die bekommt. Ich weiß, ganz am Anfang gab es auf der Karte so 1, 2 Punkte, die nannten sich Beherrschungspunkte. Da kann man die wohl kriegen, aber die muss man irgendwo anders in größeren Mengen kriegen. Wahrscheinlich, wenn wir denn irgendwie irgendwas leveln, dann kriegen wir auch nochmal irgendwas. Bisa, du brauchst unbedingt rote Beherrschungspunkte. Genau, habe ich ja gerade gesagt. Ich habe halt keine Ahnung, wo man die herbekommt. Außer in der Welt, ich weiß, in der Nähe von dem Feuergolem, wo der Weltenboss Feuergolem ist, da war mal nicht eine Markierung, aber da gibt es wahrscheinlich einen Punkt. Wo es die in größeren Mengen gibt, habe ich keine Ahnung. Die Beherrschungspunkte gibt es für Quests. Man kann danach filtern. Filtern. Erfolge. Hier, sowas. Mal gucken. Beherrschung. Ah, guck mal, hier ist was. Schließt 6 Flamme- und Frosterfolge ab. Nee. Da gibt es sowas. Aber hier gibt es jetzt nicht. Oh, hier gibt es aber richtige schöne Ausrüstung auch. Beherrschung, Neu-Keiling. Es gibt so viele Sachen. Da habe ich mich noch gar nicht drum gekümmert. Schließt alle 1 Erfolge von Langlebe der Lich ab. Dann gibt es auch nochmal was Cooles hier. Ich habe keine Ahnung. Erfolge, aber am besten holst du dir die 2. Staffel der lebendigen Welt und spielst die erstmal durch. Da gibt es viele. Ach so, ich gebe dir gern 27 ab. Die habe ich noch über. Man kann die weitergeben? Man kann Beherrschungspunkte weitergeben? Die sind doch gar nicht handelbar. Wie geht das denn?
Ich will es mir schon alleine verdienen, ist lieb gemeint, aber ich muss es alleine machen. Wir haben schon ein paar gekriegt, ne? Und irgendwo kriegen wir die bestimmt wieder. Auf dem Zahnrad? Zahnrad. Ach so, Zahnrad, hier oben. Zahnrad. Hm? Guten Abend, Lisa. Muckimacki, schön, dass du da bist. Du siehst unter Erfolge doch die Symbole, zum Beispiel bei Chronik. Moment. Unter Erfolge bei Chronik. Ja, bei Chronik habe ich noch gar nicht reingeschaut. So. Skin für Holo-Umhang. Achso, hier oben, ne? Rangabschluss, Gesamtabschluss, alphabetisch, nee. Champions, ewiger Kreis. Hier ist viel. Da ist eine Menge. Heart of Thrones, okay. Ach, hier, guck mal, da haben wir das Symbol. Das ist, glaube ich, das richtige Symbol, was wir suchen. Sind das Beherrschungspunkte? Beherrschung, kein Zurück. Schließt alle 8 Erfolge für kein Zurück ab. Überlebt einen feindlichen Angriff und beeilt euch, Gaze zu finden. What? Im Bann der Drachen Teil 1 und 2? Yeah. Okay. Nee, in der Erfolgeübersicht meinte Tom das Zahnradsymbol neben der Suche. Ach, hier. Ah, Belohnungsfilter hinzufügen. Beherrschungspunktefilter hinzufügen. Okay. Kann Beherrschungspunktefilter... Kernbeherrschungspunktefilter hinzufügen. Okay, okay. Okay, jetzt ist die Chronik vor allem aufgemacht. Chronik und... ist irgendwie alles wieder da. End of Dragons. Moment, was gibt's hier? Schließt alle 16 End of Dragons Akt 1 Erfolge ab. Geschichtenerzähler laute. Das sind aber andere Symbole. Ich habe auch so ein rotes Symbol. Ah, nee. Dachte, man kann drauf drücken. Nee, es war das hier mit dem, wenn man rechts das rote sieht. Ich glaube, das sind die richtigen. Pforten von Maguma. Ich habe keine Ahnung. Was ist mit Jan passiert? Wieso? Mit Jan müsste alles okay sein. Ich habe nichts mitbekommen, dass irgendwas passiert ist. Er müsste normal streamen. Ich hoffe, geht's gut. Mhm. So. Bei den Erfolgen auf dem Zahnrad? Nee, in der Erfolgsübersicht meinte Tom das Zahnrad-Symbol neben der Suche. Genau. Okay, dann muss ich meinen shiny Pokémon, die ich gezüchtet habe, behalten. Evelina, am besten am Freitag. Wenn wir einen Pokémon-Stream haben, da kriegst du die garantiert verteilt. Aber heute sind die meisten für Guild Wars 2 da und deswegen, dann kann ich mir vorstellen, haben nicht alle ihre Switch aktiv. Für die Roten Kernbeherrschung auswählen. Okay, das heißt Beherrschung, Kernbeherrschung. Jetzt habe ich Kernbeherrschung ausgewählt, aber ich muss sowieso die rote wieder auswählen. Hier unten die mit dem roten Symbol, weil die anderen, die brauchen wir ja nicht. Aber ich kann die ja eh nicht machen. Echo ist der Vergangenheit. 0 von 7 abgeschlossen. Das ist irgendeine Mission, die irgendwo in der Welt ist. Ich glaube, da bin ich noch gar nicht. Weil hier die ganzen Achievements, die habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Ich gucke nur in die Dailies rein, weil alles andere überfordert mich. Die Dailies hier, die mache ich. Und da sind normalerweise 3 Stück dabei. Ich habe die vorbereitet hier oben, die ich heute machen würde, wenn es denn geht. Und ihr seht unten Panoramagenießer, sowas Einfaches, das kriege ich hin. Aber ansonsten ist schwierig. Mini-Verlies, keine Ahnung, was das ist. Und dann hier Koryphäe ist immer ganz witzig, dauert nur ein bisschen länger. Und Bergarbeiter in der Wüste, muss ich gucken, ob ich eine Wüste finde, wo ich hin kann, weil ich glaube, ich komme noch in keine Wüste rein. So, bei allgemein sind noch rote. Okay. Okay, versuch es am Freitag wieder. Danke für den Rat. Genau. Okay, wir machen auch mit der Story weiter. Wir machen mit der Story einfach mal weiter. So, weil wir kriegen diese roten Punkte, die Beherrschungspunkte kriegen wir schon irgendwo her. Bin ich mir sicher. Wir müssen einfach mit der Story weitermachen und dann kommen die Punkte. Wir müssen erstmal die Gebiete entdecken. Momentan ist das so, guck mal, wir bei Ore, wir haben erstmal so ein Viertel, Fünftel, ein Fünftel von Ore haben wir da oben erst entdeckt. Da fehlt ja noch vieles. Und wenn wir den Rest noch erforschen, dann kriegen wir bestimmt noch Punkte dazu. Da bin ich mir ganz sicher. So, ich spiele gleich wieder Pokémon Schwert, dann gönn dir. Wüste gleich HOT.
Ah, okay. Aber die Add-ons habe ich ja. Das heißt, HOT müsste ich spielen können. Nur halt die lebendigen Welten, die habe ich nicht. Gerne. Leider habe ich im Öffentlichen nur Deppen. Habe auch Karmesin. Okay. So, ab die Post. Das U-Boot ist bereit, Kommandeur. Marschall Traherne und der Rest des Einsatztrupps sind bereits an Bord. Sobald ihr bereit seid, bringen wir euch zur Arche der Untoten. Okay, ab die Post. Zur Arche der Untoten. Jetzt geht's richtig ab hier. Eine schaurige Lieferung. Ich bin mal im Lurk, dann viel Spaß. Und Dankeschön. So, was erwartet uns hier? Es ist erstaunlich, wie schnell wir komplett untergetaucht gereist sind. Seht nur, wie weit wir gekommen sind. Aber jetzt fängt die harte Arbeit erst an. Das stimmt. Ich rechne mit schwerem Widerstand. Aber wir müssen weiter zum Laderaum der Arche vorstoßen. Dafür brauchen wir Mewa. Ich bin bereit. Ich habe reichlich askalonisches Geistfeuer. Es wird ein Feuer entzünden, das die Arche und alles in ihr verschlingt. Bemerkenswertes Zeug, dieses Geistfeuer. Es ist unaufhaltsam und brennt unter Wasser. Wenn wir fertig sind, sind keine Leichen übrig, die Saitan wiederbeleben könnte. Ich ziehe den Hut vor den Char. Sie haben sich die gefährlichste Waffe eines unerbittlichen Feinds angeeignet und sie dann an uns weitergegeben. Was demonstriert, dass wir zusammenarbeiten müssen, um Saitan zu besiegen. Kommandeur, es ist eure Mission. Geht voran. Tja, ab die Post. Versenkt die Arche, welche Leichen an Saitans Ossarium liefert. Ja, wir wollten den Leichennachschub hier stoppen. So. Erstmal hier testen, wie stark unsere Gegner sind. Achso, und meine Mannschaft. Ja. Haben wir gerade mehrere hier? Okay, wir müssen in die Richtung. Habe übrigens dann auch gestern mit meiner Ingenieurin auch den Unterwassertempel gemacht. Einfach in 10 Minuten durchgerauscht. Wenn man weiß, wie das geht, geht das so schnell. Das erste Mal dauert ein bisschen länger zum Erforschen. Und da habe ich auch bei dem einen Berg, wenn ihr euch erinnert, in Or, da gab es den einen Berg, wo obendrauf der Heldenpunkt war und das Panorama, haben wir im Stream nicht gefunden. Mit meiner Ingenieurin war ich da auch an der gleichen Stelle. In 5 Minuten war ich oben. Seid auf der Hut. Wir dürfen bei dieser Mission niemanden verlieren. Wir haben so eine große Armee, ist ja easy hier. Achso, halt mal. Das sind diese Minenteile hier. Vorhin auch nicht so, also okay. Turm des Visiers. Okay. Bisa, da kommt nur der Untergang. Meinst du? Wir werden sehen. Ich dachte, wir machen die Bombe von unten fest. Scheinbar nicht. Okay, jetzt sind wir gegen eine Biene geknallt. Können wir die auch angreifen? Man kann die nicht markieren. Sie sind so leicht ersetzbar. Nee, wir müssen aufs Schiff drauf, ne? Ich meine, wir müssen aufs. Ach so, hier. Da ist ein Loch.
Ich weiß nicht so richtig, wo wir hier rein sollen. Kamera. Ich glaube, wir sollen woanders rein. Jetzt sollen wir unten gar nicht rein, sondern von außen rum irgendwie. Ach da. Ja. Einfach über die Brücke reingehen. Okay. Es dauert manchmal ein bisschen länger. Ich hatte gedacht, wir legen unten unseren Sprengstoff an und versenken das Schiff, aber nö. Wir gehen einfach hier durch die Vordertür rein und schnetzeln alles weg. Die klassische Variante. Gegner. Immer schön alle wegmachen. Er weiß, über den Weg nicht zurücklaufen müssen. Ach, da ist noch einer. Jetzt kommen wir unser schönes Schwertchen. Oh, das leuchtet richtig schön. So. Was haben wir hier drin? Da dürfen wir nicht rein, doch. Guck mal, hier geht's auch hoch. Gehen wir mal hier hoch. Okay, muss die Kamera wieder ein bisschen näher ran wahrscheinlich. So. Jo, haben einen Aussichtsturm gefunden. Leider sollten wir nicht hier hin. Dann suchen wir die Stelle, wo wir hin sollen. Ich fand die Stelle hier sehr schön. Und ein wildes Anorith ist im Chat erschienen. Gönnt euch. Was sehe ich denn da? Wir haben gerade ein paar gedroppte Frames auch. Ja, jetzt momentan habt ihr wahrscheinlich sogar eine Dia-Show. Och, komm. Da dachte ich schon, das ist im Grunde behoben. Oh, 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 oh. Sekunde. Schau mal kurz nach hier. Was ist denn da plötzlich los? Moment. Ja. Yeah. Jetzt haben wir einen fiesen Drop hier. Warum? Na gut, dann kann ich auch gerade Poke-Catch machen. So, jetzt ist wieder gut. Ich hoffe, das laggt gerade nur bei mir. Nee, gerade, das ist bei mir. Ich sehe es gerade in OBS, dass der hier gerade eskaliert. Komm. Jetzt ist wieder gut. Jetzt ist wieder gut. Genau. Wir trinken einmal einen guten Schluck. Sehr gute Idee. Prost. Ja, wir sind gerade bei 1,7% gedroppte Frames, aber ganz genau jetzt momentan ist es die Show. Jetzt ist wieder gut. Jetzt ist wieder gut. Okay. Oh, Mensch. Ist gerade so spannend. Das kann doch jetzt nicht ausfallen. So, wir müssen hier runter. Okay, jetzt gehen wir hier mal das Häuschen hoch.
Gut, jetzt läuft's wieder, ne? Perfekt. Jetzt läuft's wieder. So, und Anorit wurde gefangen von Quada, Monster, Depressivo und von mir. Yes. Okay, es schwankt gerade wieder ein bisschen. Jetzt gerade ganz kurz wieder Dia-Show. Oh, Mensch. So. Okay. Okay, ich guck mal auf die Karte oben. Oben steht ja, wir sollen in den Laderaum gehen. Da steht, wir sollen in den Laderaum gehen und ich gehe nach oben. Das ist natürlich sehr, sehr schlau. Man sollte mal gelegentlich auf die Missionsziele gucken. Dann wüssten wir halt, wo wir hin müssen. Glückwunsch, der Stream läuft aber noch. Kein Problem. Ja, momentan erschwankt ein bisschen heftig, aber es müsste jetzt gehen. Jetzt scheint es wieder besser zu sein. So, hier haben wir neue Gegner. Also sind wir auch hier wieder richtig. Weil oben rechts steht er. Da haben wir unsere Missionsziele und da steht ganz klar, geh in den Laderaum. Das ist einfach wunderschön mit dem Schwertchen, ne? Wir schnetzeln einfach alles weg. Da hat man fast das Gefühl, wir sind ein Krieger. Weil für einen Nekro, der so alles wegschnitzelt, ist es leicht ungewöhnlich. Oh. Da war jemand vor uns da. Ja, diese Verderber-Buckel hier, die sind immer ultra nervig. Kann es sein, dass es nicht kaputt geht? Geh kaputt. Jetzt aber. Da sind noch mehr davon da. Ja, genau. Wie ein Waldläufer mit Hammer. Hey, also wir schnetzeln uns so durch. Das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Da ist noch ein Gegner. Oh, sieht hier gefährlich aus. Wir sind nicht die Ersten. Platziert die Geisterfeuerladungen im Laderaum. Das Gefühl, die werden gleich alle lebendig. Es werden eine Menge Gegner. Die Geisterfeuerladungen sind gelegt und sprengbereit, Kommandeur. Wir benötigen 4 davon. Ich halte mich bereit, sie auszugeben. Gut, wir nehmen eine. Wohin damit? Platziert die Geisterfeuerladungen im Laderaum. Haben wir eine Markierung, wo die hin sollen? Ah ja, da unten. Da ist das Sternchen. Ne, Sternchen ist, wo der Roboter ist. Oh, das ist ein Gegner. War das gut platziert? Ich denke ja, ne? Ist ja nicht wirklich im Laderaum. Gut, dann platzieren wir den wirklich im Laderaum hier. So, 2. Dann holen wir die eine von da vorne nochmal ab. Ich habe irgendwie das Gefühl, die ist nicht richtig platziert. Wir können die nicht mehr hochheben. Okay, dann war sie wohl richtig platziert. Dann platzieren wir die auf jeden Fall nochmal hier. Okay, also nix hier raus. Wir gehen gleich den Weg zurück. Ja, wir haben gesehen, auf der anderen Seite, da waren Gegner.
So, hier sind auch Gegner. Ach, jetzt müssen wir auf den höchsten Punkt der Arche. Okay. Ab nach oben. Einfach alles wegwirbeln? Ja. Das heißt, Schwert ist einfach so... Schwert ist leicht OP. Ich glaube, das ist der höchste... Ach komm, der höchste Punkt ist auf der anderen Seite. Ich wollte eigentlich übers Dach rüberlaufen. Bin genau in die Mitte reingesprungen, wie ein Profi. Ja. Unsere Freunde kämpfen noch schnell. Kann man mal beschwören. Und dann geht's hier die Treppe hoch. So. Eieieiei. Das hätte man besser machen können. Hört ihr das? Das sind die laufenden Rotoren eines Charcopters. Verstärkung kommt. Aber geschafft ist geschafft. Wir sahen diese geisterhaften Flammen und kamen so schnell wie möglich. Etwas schneller als geplant, oder? Ein bisschen. Geistfeuer scheint unter solchen Bedingungen etwas zu gut zu funktionieren. Danke für das scharfe Auge und die schnelle Rettung. Ja, herausragende Arbeit. Wir haben Saitan nicht nur eine Schiffsladung voller Soldaten genommen, sondern auch das Schiff selbst. Das stimmt. Diese Wanne hat ihre letzte Lieferung nach Orr gemacht. Der Drache wird sich mit seinen bestehenden Schlurfern begnügen müssen. Glückwunsch. Jetzt müssen wir euch schnell hier rausbefördern. Rasch, so kommt doch an Bord. Nach euch, Kommandeur. Dieser Erfolg gibt mir zu denken. Nach unserer Rückkehr möchte ich ein paar Details dieser Paktmission besprechen, bei denen ihr helfen könnt. Okay. Da wäre ich den anderen Turm bloß hochgegangen, ne? Habe ich zuerst die beiden Türme erforscht, statt in den Lagerraum zu gehen, und am Ende gehe ich in den falschen Turm hoch. Oh. So, hallo Emolga und Bisas. Hey, Delti, schön, dass du da bist. Sind die Bomben mit Magnesium gefüllt? Sowas in der Art wahrscheinlich. Das heißt hier ein bisschen anders. Hier war es mit dem Drachenfeuer sowas. Wir kriegen was Schönes, guck mal hier. Einen neuen Handschuh. Oh, wir haben schon goldenen Handschuh. Wobei, die Dinger sind ein bisschen besser. Weil der goldene Handschuh, den wir haben, ist auf Level 72. Und die Teile hier sind auf Level 80. Kraft, Zähigkeit, Heilkraft, Präzision. Nehmen wir das erste hier. Man kann nie zu viele Schätze. Inzwischen habe ich das Gefühl, ein bisschen Heilung ist nicht ganz verkehrt. Aber ob ich ihn anziehen soll, weiß ich nicht. Weil ich habe das Gefühl, das, was wir momentan haben, ist besser. Ja, wir haben so einen coolen blauen Effekt noch drauf. Plus 25 Kraft. Und wertetechnisch sind die beiden nahezu identisch. Ich behalte das, was ich habe. Und die neuen, die verschrotten wir direkt. Wir haben die anstehende Aufgabe erledigt. So, kriegen wir noch 5 Beutelchen. Ja. Okay, nur blaue und grüne Sachen. Und die brauchen wir leider nicht mehr. Gefertigt. Ist wirklich eine Stadt der Götter im Herzen von Orr? Was nutzen alte Legenden von Ara, wenn wir in den Überresten von Untoten ersaufen? Okay, gestern habe ich die erste HelloFresh-Box bekommen, bin richtig begeistert von den Gerichten, war richtig lecker, dann viel Spaß. Das Schöne ist ja, damit lernt man ein paar neue Rezepte kennen. Ja, wenn man gerade sonst immer nur seine 5-6 normalen Rezepte macht, das lockert das Ganze auf. Richtig gut. Mich stört das einzig dabei bei sowas wie HelloFresh, man hat auch die Vorgabe, dass man das Zeug in 3-4 Tagen verbrauchen muss, ne? Aber sonst, wenn man nicht weiß, was man kochen soll, super gute Idee. Meine Family hat es auch eine gute Zeit genutzt und ich war auch begeistert. Inzwischen haben, glaube ich, aufgehört, aber die haben jetzt inzwischen, glaube ich, 100 Rezeptkarten gesammelt. Also die waren lang genug dabei.
Aha. Spielst du nur Games auf der Switch oder auch PC? Peter, beides. Und PS4. Switch, PS4 und PC hauptsächlich. Aber wir haben auch ein bisschen Retro gemacht. Wenn du Ausrufezeichen Retro eingibst, da haben wir auch zum Beispiel auf dem N64 gespielt oder auf dem GameCube und demnächst auch auf dem DS und 3DS. Also im Grunde spiele ich auf allen Konsolen außer der Xbox. Ich habe noch nie eine Xbox gehabt und plane auch keine Xbox zu kaufen. Das heißt, alles außer Xbox kann hier vorkommen. Aber hauptsächlich eher die neueren Sachen und dadurch halt momentan hauptsächlich Switch, PS4 und halt PC. Oh Mann, aber heute ist sie im Ruckeln. So. Ist bei verschiedenen Charakteren dieselbe Geschichte? Ja, die Geschichte ist komplett anders. Die Geschichte ist komplett anders. Deswegen ist es auch ein riesiger Spaß, die Geschichte mit verschiedenen Charakteren zu spielen, weil du erlebst die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven. Zum Beispiel hast du, je nachdem, mit wem du startest, du weißt, es gibt diese 6 Helden in der Geschichte oder 5 Helden. Und jedes Volk, wenn du mit dem startest, hast du eine Geschichte mit dem jeweiligen Helden. Das ist die allererste Geschichte. Und danach gibt es noch Unterschiede auch mit den weiteren Verläufen. Je nachdem, welches Volk du spielst, hast du auch eine unterschiedliche Geschichte. Zum Beispiel bei mir war es so gewesen, sehr, sehr cool auch mit den Nord, mit diesen So, da sind wir wieder. Das ist schade. Die letzten Streams waren alle so schön gewesen. Und jetzt ausgerechnet heute muss es wieder richtig abgehen. So. Ich habe nichts gemacht zum Glück. Ich hatte Sandras Frage beantwortet, aber die habt ihr auch beantwortet. Deswegen, so gesehen, passt das. Nee, das Internetproblem ist leider noch nicht zu 100% behoben. Aber ich weiß nicht, heute muss irgendwas ganz schief gehen. Weil die letzten 2 Wochen ging es eigentlich richtig gut. Und jetzt ist das... Ja. Ihr habt die Karte. Also los. Natürlich. Ein Moment. So, ich warte doch einen Moment, ob da irgendwas passiert. Weil momentan, das ist halt echt doof. So, ihr habt im Chat einen Flunschlick. So. Ja, was ist denn da los? Wieso heute plötzlich? Tja. Ja, F5 hat geholfen, aber nur kurz, weil es ist leider meinerseits. Tja, was machen wir jetzt? Das macht so keinen Sinn. Ach Mensch. Es scheint auch nicht besser zu werden. Es schwankt momentan hier einfach nur heftig hoch und runter. Also mehr als Ton seht ihr nicht. Deswegen mache ich extra die Story jetzt gerade nicht weiter. Es war 2 Wochen war es jetzt prima gewesen, ne? Und jetzt plötzlich. Okay. Ja, dann würde ich sagen, so macht es keinen Sinn jetzt.
So, falls ihr mich hört, ich würde gerne streamen, aber ihr seht, es klappt jetzt nicht. Aber es ist vor 20 Uhr, das heißt, ich kann versuchen, den Support anzurufen. Und mit bisschen Glück sieht der Support, wo das Problem ist und kann was machen. Aber ich hoffe, morgen geht das. Es tut mir leid. Normal ging es jetzt so lange Zeit so gut. Und heute einfach, heute mag es gar nicht. Sorry. Macht euch einen schönen Abend. Es tut mir leid. Und ja, morgen 18 Uhr. Tut mir leid. Tschüss.